Also, ich werde heute versuchen, alles ohne Hilfe zu schaffen. Sollte keine große Sache sein, solange jeder genau das tut, was er tun sollte. Nicht wahr? Oh nein. In 5 Minuten muss Roscoe beim Tierarzt sein. Hab euch lieb und jetzt raus! Die Elternversammlung wurde heute auf 5 Uhr vorgezogen. So. Du kommst doch auch? Klar, kurzfristig bekommt man am besten einen Babysitter. Ja, absolut. Problem. Du kriegst es hin. Was sagt der Kalender für heute? Sie kommt zu spät zum Marketing-Meeting. Mist, hätten Sie das nicht gleich sagen können? Mom, gib Gas. Ich komme zu spät zum Fußballtraining. Keine Panik, Schätzchen. Ich gebe alles. Aber das reicht nicht. Scheiße. Unser Kuchenbazar. Kein BPA, kein MSG, kein BAH, kein BAT. Kein Sesam, kein Soja und natürlich keine Nüsse oder Eier, Milch, Butter, Salz, Zucker oder Weizen. Nein. Hör ich da nein? Ich bin es so leid zu versuchen, die perfekte Mutter zu sein. Ich geb's auf. Du hast endlich mal die Wahrheit ausgesprochen. Mutter sein ist manchmal die Hölle. Nichts darf man mehr. Bestraf nicht deine Kinder. Sag nicht nein zu deinen Kindern. Eigentlich ist das alles nur noch ein Kampf darum, wer die Supermutter ist. Dabei könnte das Leben doch so viel mehr Spaß machen. Wisst ihr was? Wir gründen die Bad Moms. Da bin ich dabei. Oh, Bad, die Bad Moms. Sie legt gleich los. Wir müssen es diesen perfekten Müttern zeigen. Sind diese Windbeutel etwa von der Tanke, Amy? Naja. Ich mach dich sowas von fertig. Da gibt's nur eins. Hau der Fritte auf die Titte. Ist klar. Ich habe mit so vielen Frauen rumgeknutscht. Mädels, ich bin immer noch voll auf Lackers. Ist das dein Still-BH? Als hättest du nur einen einzigen langen Busen. Oh, eine Schlauchtitte. Das hier ist mein Sexy-BH. Kann man sowas kaufen? Ist voll hässlich. Ja, ich will es nicht mal anfassen. Sieht wie eine Augenmaske aus, die man in den Kühlschrank packt. Als würden deine Brüste Verstecken spielen. Das war der Trailer zu Bad Moms, den uns Tobis Filmverleih voraussichtlich ab dem 22. September 2016 in die deutschen Kinos bringt. Und schön, Mila Kunis wieder in einem Kinofilm zu sehen. Aber auf der anderen Seite ist das Ganze eine Komödie und ich fand den Trailer jetzt nicht wirklich lustig, auch wenn der sich natürlich nicht in erster Linie an mich als Zielgruppe richtet, sondern eher ein weibliches Zielpublikum hat. Das sieht man sehr markant daran, dass jeder Zwischentitel in knalligem Rosa geschrieben ist von den Machern von Hangover. Hier also auch Partymodus mit Frauen im Hauptcast. Denn Bad Moms erzählt die Geschichte von Amy Mitchell. Sie ist eine recht junge Mutter und die Familie ist für sie das Allerwichtigste im Leben. Sie würde alles tun, um die perfekte Mutter zu sein. Nur lässt sie dabei ihr Ehemann ein wenig im Stich und übernimmt keine Verantwortung. Andere Mütter, die beispielloser kaum sein könnten, machen noch mehr Druck auf sie. Und ihr Chef, der nervt sie ebenfalls und treibt sie zur Weißglut. Und irgendwann kommt der Punkt, wo sie sagt, ganz ehrlich, warum darf ich nicht auch einfach Spaß haben und Freiheit genießen, tut sich mit anderen Müttern zusammen. Und das heißt dann Partymodus und vielleicht sind alle ringsherum auch ein bisschen entspannter, wenn die Mutter mal ein wenig entspannter ist. Auf jeden Fall eine Sache, die vielleicht gar nicht mal so unwahr ist. Und Mila Kunis mittendrin als Hauptdarstellerin, ist es eben trotzdem schade, dass ich den Trailer nicht so richtig ansprechend finde. Aber sind wir mal gespannt, was Bad Moms dann ab dem 22. September kam. Was sagt ihr denn zu dem Trailer? Fandet ihr den sehr, sehr lustig? Dann lasst mich gerne wissen, welche Stellen würde mich dann auf jeden Fall interessieren. Oder stimmt ihr da eher mit meiner Meinung überein? Wie gesagt, lasst es mich in den Kommentaren wissen und ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Natürlich um 3.